keep this fire burning. Der Gründer von Cross Video und Co. Der Flipcoat Mystery von Samsung. Who's got him, Sir Mary? Congratulations! Herzliche Gratulation, da vor mir Doppelsieger vom heutigen Abend, und zwar Gold im Goldbach Cross Media Award, wie ein Best of Swiss Web 2024. Jetzt kurz erklärt, eben der Flip Code Mystery an der Gune. Jetzt kurz erklärt, worum ist es gegangen? Also der Flip Code Mystery ist ein interaktiver Detektivfall im Chuka-Universum in Kooperation mit Samsung. Ich glaube, so einfach kann man es zusammenfassen. Und nachher ist es eine komplexe Angelegenheit, wo man ganz viel Detektivgeschick hat müssen beweisen. Wie lautet der Insight von dieser Kampagne? Es ist die erste Schweizer Serie, die ein sehr junges Publikum erreicht, eine grosse Reichweite hat. Mit spannenden Charakteren, wo man gut Storytelling machen kann. Und ja, das haben wir eigentlich in unserer Kampagne wollen nutzen, die Charaktere und die erfolgreiche Serie in der jungen Zielgruppe. Was war das Ziel? Das Ziel der Kampagne war, die junge Zielgruppe für uns zu gewinnen. Eine Zielgruppe, die sehr, sehr schwer ist, mit Werbung abzuholen, wo man wirklich mit Geschichten berühren müssen. Und sie, ja, so ein bisschen den Werbefilter, den sie haben, zu brechen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen. Es haben sehr viele Leute unendlich viel Zeit mit dieser Kampagne verbracht. Nicht einfach nur ein paar Minuten Werbespending, sondern wirklich lang und intensiv. Könnt ihr Zahlen nennen zur Kampagne, die den Erfolg ein bisschen belegen? Ja, wir können Zahlen nennen. Es haben mehrere Tausend, fast 10'000 Leute haben mitgemacht und sich registriert für die ganze Geschichte in mehreren Phasen. Und wir haben mal durchgerechnet, Adi, oder? Wir haben mal gerechnet, wie lange muss man sich mit dieser Kampagne befassen, um die ganzen 5 Rätsel zu lösen, und sind etwa auf über eine halbe Stunde gekommen, wo man mindestens muss investieren. Also man kann ausrechnen, die Leute, die mitgemacht haben, sind sehr intensiv dabei gewesen. Von Auftraggeberseite, von Samsung, wie war die Zusammenarbeit mit der Agentur? Ja, ich glaube, man kann sagen, es war ein bisschen wie ein Dreamteam gewesen, also von der Produktionsfirma Shining, über Sir Mary, aber auch zum SRF, wo wir auch sehr enge und gute Partnerschaft hatten. Ich würde sagen, es war eine sehr runde Geschichte gewesen, mit wenig Stolpersteinen. Es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Es hat sich sehr schnell eingespielt. Es hat Spass gemacht. Und am Ende hat es das auch den Erfolg gebracht, denke ich. Wie war von Agenturseite die Zusammenarbeit für besondere Herausforderungen? Eine besondere Herausforderung war, glaube ich, dass die Leute, die auch nicht teilnehmen an dem ganzen Mystery Hunt quasi, dass die nichts merken in der Serie. Und wir mussten die Rätsel eigentlich so verstecken, dass niemand etwas merkt, dass es quasi in dieser Serie ein Rätsel versteckt hat. Und die, die aber teilnehmen, genau wissen, wo suchen. Das ist dann uns eigentlich, glaub, mega schön gelungen, weil es interaktive Hint-Videos gegeben hat, die darauf Hinweise gegeben haben, in welcher Sekunde du musst quasi das Rätsel probieren zu lösen. Und das ist, glaube ich, in der ganzen Zusammenarbeit mega wichtig gewesen, auch mit SRF, mit Samsung und Shining, dass das schön zusammenspielt.
eine Episode aus der Zusammenarbeit mit dem Joker aus dem Wallis. Das erste Skript ist einmal zurück nachher zum Jokercast und glaube nochmal komplett über den Haufen geworfen worden, oder? Was ist so die wichtigste Zutat von einer erfolgreichen Cross-Media-Kampagne? Ich glaube, dass die Kanäle so zusammenspielen, dass die Summe der Kanäle mehr gibt als einfach nur, oder 1 und 1 gibt 3, dass es sich irgendwie belebt und irgendwie mehr passiert. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wer auch digital dabei war bei dieser Fernsehserie, hat ganz ein anderes Erlebnis gehabt. Ich würde sagen, es braucht einen roten Faden, dass die Inhalte, die gleich pro Kanal anders daherkommen, um funktionieren, zusammen eine gute Story ergeben. Um noch ergänzen, glaube ich, wie es Cross Media ein bisschen sagt, ist eben, dass alles ein bisschen zusammenspielt. Und das hat es mega gut gemacht, weil ich glaube, zum ersten Mal mit dem SRF in Kooperation haben wir können Sachen verstecken in eine wirkliche Serie, die wir digital suchen müssen. Und so haben wir eigentlich das Digitale, ein sehr klassisches Medium, Fernsehen zusammengebracht. Ich habe noch Bonusfragen. Was gefällt euch besser, Boje oder Würfel? Zum Heben ist Boje, glaube ich, ein bisschen leichter. Ich muss das Ding jetzt mal abstellen. Ja, zum Heben ist es besser, die Boje, ich muss auch sagen. Aber der Würfel ist schön, sehr massiv. Nur dass ich weder etwas hebe, noch außer das hohe Plakat da. Mir spielt es wirklich keine Rolle. Vielen herzlichen Dank und nochmal herzliche Gratulation vor allem auch.